Fazit aus? Ja, mein Fazit fällt natürlich äußerst positiv aus, weil ich denke, dass man, jetzt ist ja immer der 28. März, hier in Zusammenarbeit mit dem Skiclub Starnberg wirklich drei außergewöhnlich gute Tage verbracht hat. Wir konnten sehr gute Wettkämpfe sehen. Also es ist nicht immer entscheidend, dass die Hänge so besonders schwierig sind am Ende von einer Saison, sondern entscheidend ist, dass die Rennfahrer die Möglichkeit haben, nochmal richtig Spaß am Rennfahren zu haben. Und ich finde, diese Aufgabe wurde zu 100% und mit Bestnoten erfüllt, sodass mein Fazit auf jeden Fall positiv ausfällt. Wie sportlich wertvoll war das für euch als Coaches, weil ja die Elite schon auch hier am Start war? Es war die komplette Elite da. Es waren eigentlich, speziell wenn man heute mal geschaut hat, bei den Herren waren alle da, die sowohl im Weltcup, im Europacup starten. Natürlich hat die Deutsche Meisterschaft von seinen Grundgedanken eine andere Ausrichtung gehabt. Früher wurden die Kader selektioniert nach den Ergebnissen der Deutschen Meisterschaft. Man hat nämlich die Besten des Landes dann in die Förderung gebracht. Heute fördert man einfach die Besten, die international auf der Bühne stehen, also bei der Europacup und Weltcup sind und in den Weltranglisten auch der Junioren sich entsprechend qualifizieren. Aber für uns ist es immer die Möglichkeit, nochmal die Läufer ein bisschen anders zu sehen, weil bei dem einen oder anderen einfach der große Druck weg ist, der Erwartungsdruck wird, ist es ein Rennen, da können sie richtig aufzeigen. Auch wenn mal einer ausscheidet, hat das keine so eine Konsequenz, als wenn er im Europacup oder Weltcup ausscheidet. Und von dem her kann man auch sehen, wie sich die Jungen, also die jüngeren Leute, dazu bewegen, wie weit die Abstände sind zu den Besten im Land. Und von dem her ist es immer sportlich ein sehr interessantes Event. Es waren ja auch Speed-Experten da, Kira Weidle beispielsweise. Sie hat mir vorhin erzählt, dass sie trotzdem sehr viel Spaß hat, hier bei so einem Wettbewerb mitzufahren. Aber bringt das eigentlich auch was für die Leute, die eigentlich in den Speed-Disziplinen zu Hause sind? Sonst würden wir es nicht machen. Die Grunddisziplin auch für die Abfahrt und den Super-G ist der Riesenslalom. Und das ist ein strategischer Fehler, den wir machen, dass wir zu wenig wieder auf diese Kerndisziplin zurückgehen. Ich war ganz happy, dass die Trainer dem zugestimmt haben, nachdem ich sie angefragt habe, sicher mal ein guter Tag wäre, auch die Speed-Leute auf den Riesenslalom hier zu bringen, weil ja das Gelände nicht so schwer ist. Und das Resultat hat man ja gesehen, die Kira hat es bestätigt und eigentlich ist es für die Kira ein wichtiger Baustein auch für die weitere Karriere. Weil normalerweise müsste sie den Riesenslalom auch in den Weltcup als Wettkampfdisziplin dazu nehmen. Und dann hätte das Gesamte eine Abrundung, nämlich Riesenslalom, Super-G und Abfahrt. Und hier kann man sich natürlich Weltranglistenpositionen erfahren. Man kann auch sehen, wie nah ist man dran oder wie weit ist man weg. Und von dem ist es deshalb auch wertvoll, auch für diese Läufer. Auch Robert Baumann war am Start mit einer Startnummer, wo man eigentlich sagt, da gibt es gar keine Chance, irgendwas zu gewinnen. Ich glaube, er hat es auch so ein bisschen als Spaßrennen gesehen. War das richtig? Nö, Spaßrennen hat das nicht gesehen, sondern es war halt die Intention, einmal zu sehen, okay, was macht er in der Disziplin Riesenslalom unter Wettkampfdruck. Deshalb war es zwar für ihn schön zu fahren, aber es war jetzt nicht bloß lustig, dass er hier war, sondern man hat schon eine gewisse Intention gehabt. Die hat man auch beim Josef Ferstl dafür gehabt. Der ist ja auch im Teamwettbewerb. Einfach mal andere Wettkampfformen unter Wettkampfvoraussetzungen erfahren. Und Wettkämpfe sind immer was anderes wie Training. Definitiv. Und es ist auch egal, wer welche Position hat oder welchen Kader hat. Ein Wettkampf ist ein Wettkampf. Und das ist natürlich das, für das die Aktiven da sind. Wir wollen ja Wettkämpfer haben und darum hat es schon neben dem Spaß hier fahren zu dürfen auch eine tiefere Absicht gehabt. Letzte Frage, Wolfi Meier. Dieses Modell, wie das der SC Starnberg jetzt hier gefahren hat bei der Deutschen Meisterschaft, ist das ein Modell der Zukunft als Event nach dem Weltcup, das zu etablieren auf dem Niveau? Auf jeden Fall. Deshalb hatten wir ja die 3-Jahres-Vereinbarung gemacht, damit man hier eine Chance bekommt, über einen längeren Zeitraum so ein Event auszubauen. Früher, wie ich schon mal erwähnt habe, war die Deutsche Meisterschaft das Highlight der Saison. Durch die Weltcups und Europacups und viele andere Rennen hat man eigentlich diese deutschen Meisterschaften immer mehr vernachlässigt. Und jetzt speziell durch das Thema mit dem Skiclub Starnberg, und da bin ich wirklich sehr, sehr happy und dankbar drüber, rückt man nochmal ein Saison-Highlight unter anderen Voraussetzungen ganz am Ende der Saison. Und so wie man ja auch die Resonanz der Sportler und auch der Trainer sieht, lohnt sich der Einsatz allemal. Super, danke schön. Jetzt genießen Sie den Sommer. Alles klar, danke. Ja, der Sommer, ja. Das war jetzt cool. Der Sommer, der dauert nur ein bisschen. Ja.